Hallo, ich bin der Mike Gleis von Markengolf. Es geht jetzt heute um die Bewegung der Hüfte. Im Schwung ist ein ganz zentrales Element. Damit kann man sich viel kaputt machen, man kann auch sehr viele Vorteile gewinnen. Die meisten Leute und gerade Anfänger, die drehen und drehen. Das heißt, die Hüfte bleibt relativ zentral stehen, dreht nur. Dadurch ist es unmöglich, dass ich Gewicht verlagere. Meistens sieht man das dann so, die drehen und das Gewicht bleibt auf dem rechten Fuß, kippen dann so rein und das Ergebnis ist fast immer ein Slice, sehr unkontrollierter Ballflug, also sehr große Streuung etc. Das Korrekte wäre aber, das Einfachste ist, Aufschwung drehen, schieben, durchdrehen. Basis ist einfach, jetzt mal egal wie beweglich man ist, im Aufschwung drehen, es ist immer vorteilhaft, wenn man die Hände hinterbekommt, schulterweit aufdrehen kann. Sag ich mal aus der Perspektive, hoch, Hände hinter, schulterweiter aufdrehen. Man kann sich jetzt durch den Stand noch was behelfen, das ist der Minimalschwung, aber das ist ein eigenes Thema. Wenn der Schläger hinten ist, kann man auch von innen schlagen. Wenn er da vorne ist, kann man nicht mehr von innen schlagen, muss man von außen kommen. Aber heute geht es um die Hüfte. Aufschwung, drehen, schieben. Und dann merkt man schon, wie der Schläger hier diese kleine, aber wichtige Bewegung nach innen macht. Aufschwung, schieben. Und der Schläger fällt und ich drehe so durch. Also als Übung kann man sich auf der Range so ein Back hinstellen oder diese Alignment Sticks, was es gibt, im Boden verankern. Basis ist wieder drehen, schieben, durchschwingen. Vergleich ist nochmal das Negative. Die Leute heben, drehen und bewegen sich eigentlich mit der Hüfte weg von der Stelle, wo sie hin sollten. Jetzt mal mit Ball, so einen Schwung, heben. Und wenn das Back umfällt, ist alles richtig gemacht. Ein guter Kontrollpunkt für den Hüftschub ist auch die rechte Schulter, wenn man mal aus der Perspektive schaut. Wenn ich drehe und drehe, ist die Schulter gleich sichtbar, also aus der Zielseite. Wenn ich drehe und schiebe und durchschwinge, ist die rechte Schulter eigentlich durch die linke ständig verdeckt. Das ist auch so eine Eselsbrücke, was man im Kopf behalten kann für die Bewegung, die Schulter hinten lassen. Passt auch gut zum Minimalschwung mit dem veränderten Setup. Fuß hinter, dann kommt eigentlich auch schon meine Schulter nach rechts hinten. Die kann die ganz lange in dieser Bahn lassen und mit dem Schläger eigentlich beschwerdefrei, ganz easy von innen durchschwingen.